Moin, moin, liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zock. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Und auch Onkel Autosave. Wir haben ja hier, wie ihr seht, ein leichtes bis mittleres Verkehrsproblem. Gibt ein paar Möglichkeiten, die man jetzt machen könnte. Das Ganze mit Einbahnstraßen. Lässt sich hier aber schwer regeln, weil wir aus allen Richtungen in alle Richtungen fahren. Deswegen bleibt da eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und zwar ist es der Kreisverkehr in XXL-Radius in Stadt neu dreispurig. Und dann würde ich den hier einfach so dazwischen knastern. Die Straßen oben, die Anschlüsse können wir noch ein bisschen regeln. Ja, der Abstand oben ist ein bisschen kurz. Ja. Dann können wir die Zwischenstraße dazwischen rausnehmen. Ja, stimmt. Ich guck mal, wenn wir es jetzt bauen, das ist eine verschiedene Höhe, ne? Ja, so. Machen wir anders. Wir machen Pause. Dann reißen wir das ganze Desaster hier ab. Und dann machen wir ein richtiges Desaster daraus. Wir müssen nur aufpassen, dass da keine Tram in der Mitte bleibt. Dann haben wir nämlich ein überdimensionales Desaster. Das machen wir einmal von hier ausgehend. Glättung. Dann bauen wir den Kreisel. In die Glättung rein. Ja. Kurz abgeschnitten. Super geplant, Kante. Ja. Dann schneiden wir hier oben noch ein Stück ab. Was die da auch. Rechts kannst du auch noch ein bisschen abschneiden. Ich finde das eigentlich so schon ganz gut. So, Straßen. Das war Überland. War das Landstraße? Spielereigentum. Ohne Bus. War ja auch die PKWs hier noch mit langfahren. Die Überlandstrecke schön pittoresk über den halben Alpenkamm runter nach Offenburg. So, dann haben wir zweimal sechsspurig. Mit Busspur. Mit Busspur. Damit das ein hübscher Anschluss wird. Dann reißen wir also nochmal ein Stückchen ab. Also müssen wir dann noch ein paar Schienen schmeißen. Stimmt. Die bin ich noch gar nicht gekommen. Ich hol schon mal dann die Betonfräse. Brauchen wir überhaupt die andere Straße, die hier da angeschlossen? Frage. Wie lang? Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob hier überhaupt eine Tram durchfährt. Ja, doch, fahren Tram. Ja, fahren Tram durch. Also geschickterweise etablierte anbauen. Ja. Kann ja auch immer noch, wenn man dazu Lust hat und Spaß dran hat. Okay. Nee, von der anderen Richtung musst du. So. Oben und Führungskraft. So. Schon sind alle Fehler weg. Und jetzt gucken wir uns die Linie mal an. Mit Busspur? Im Kreis? Ja, würde ich schon sagen. Ich denke nämlich auch. So, Linien angucken, genau. Das habe ich mir fast gedacht. Gelbe nimmt natürlich dann gleich den optimierten Zustand. Jetzt hast du nämlich hier so eine, so ein U-Turn-artiges Gerät. So, die lila, achso, die kreuzen sich dann ja. Also die Sprit fährt dann ja hier rum, fährt einmal rechts rum und die andere kommt von hier und will daher. Da könnte man jetzt wieder den Trick anwenden mit dem abgeschnittenen Ei. Scopo Ei. Second try. Hier rüber sticht ein, eine Einspur. Scopo Ei, the second try.
So meinst du? Ja, zum Beispiel. Bonjour. Theoretische Landbeitrichtungsverkehr eigentlich machen. Und die Busspur für uns komplett haben wir, sonst fahren die ja da auch kürzer. Wohl näher. Ja. Ist weniger. Können wir immer noch machen. Die beiden Linien haben da nämlich einen Direct Access. Ja, dann finde ich gar nicht so schlecht. Kann man arbeiten. Ja. Die Direktverbindung würde ich eigentlich nicht machen. Also. Ne, würde ich auch nicht machen. Ich würde sagen, wir tryen das mal. Und die Mädels. Was denn? Lassen wir die Jungs und Mädels mal wieder fahren. Genau. Mal gucken, was dann so passiert. Die Treiben sind auch schon ordentlich auf dem Weg hier. Und wir machen weiter hier in Offenburg. Offenburg. Können wir auch so. Mal gucken, ob wir vielleicht die Orange, ne? Die endet ja hier hinten. Könnte man auch überlegen, ob man die dann nochmal rumzieht und außen lang fahren lässt, dass wir hier ein bisschen Entlastung reinkriegen. Aus der Stadt rauskriegen, ja. Dann hast du halt nicht mehr alles hier mitten in der Mitte drin. Ja, man könnte sie aber auch über die sechsspurige Brücke rüberfahren lassen. Linksabbieger. Ja, aber du hast trotzdem hier mittendrin, ne? Ja, stimmt, also die Kreuzung ist schon sehr belastet. Gut, da könnten wir uns auch nochmal über eine Busspur unterhalten, aber egal. Dann könnten wir sie auch hinten rausziehen. Da könnten wir die Straße, also die Ding umlegen, um die Ecke rum. Um und wieder weg. Ja. Klingt nach einer Plan. Das ist ja auch das, was wir auch mit dieser Umgehung bewirken wollten, dass wir ein bisschen Entlastung bekommen. Mal gucken, was er denn sagt, wenn wir den da hinten hinschicken, den Orangenen. Nach der Friedhofstraße. Ist ja gar nicht hin. Scroll. Machen wir da hinten rum. Sieht schon mal. Das finde ich auf jeden Fall ist eine super Option. Eine Linie raus. Genau, dann haben wir nämlich eine Linie schon mal ganz weg. Ja, dann können wir unsere neue Linie, Güterlinie noch planen. Und das ist die orangene Linie. Das sind an Fahrzeugen, das heißt, wir haben 30 Fahrzeuge, die hier nicht mehr zurückfahren. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Uns jetzt in der anderen Linie ein wenig behindern, aber ja, es ist ja Rückverkehr, das heißt rollender Verkehr. Genau, die rollen dann jetzt da unten lang, das ist gut. Okay, also wir wollen jetzt hier oben ein paar Güterhaltestellen noch einzaubern. Genau, da müssen wir jetzt aber gucken, wie wir das machen. Hier hinten ist im Moment noch nichts, die können wir noch nachordern, das heißt wir fahren dann hier rum. Erste setzen. Halten wir davor an. Dann fahren wir hier zurück. Straße. Scroll. Ja, du hast da noch Eigentum drin. Optionen drin, ja. Okay, Linie. Nee, gar nicht. Haltestellen erstmal. Dann halten wir hier oben in der Querstraße, nicht zu weit vorne. Dann rettern sie rüber. Und dann wollen wir hier ja zurück. So war der Plan eigentlich, ne? Wenn du da unten schon hältst. Ja, cool. Ja, da oben in der Ecke. Ja. Ach nee, wir wollten über die Hauptstraße zurück, ne? Über die andere Tram hin. Oder wo wollten wir jetzt fahren? Nee, wir wollten eigentlich die wieder zurück, wo wir gerade hinfahren. Ja, okay. Also müssen wir auch die Straße noch einmal ausbauen. So, dann
Aber die erste Haltestelle können wir uns eigentlich fast schenken. Weil wenn du weiter oben hältst, dann kannst du auch weiter unten nochmal auf dem Rückweg halten. Also weiter unten dann. Ja, wenn wir, dann fahren wir, dann können wir auch hier bei der Personentram schon fast mal durchfahren. Oder meinst du, oder welche Haltestelle meinst du? Die, die du zuerst gesetzt hast, die ist zu nah dran an der weiter oben. So eine Doppelabdeckung. Kommt sie weg. Die würde ich einfach ein Stück weiter vorne schon ansetzen, gleich wenn sie reinfahren. Ja. Vor der, ja, da würde ich sie setzen. Wir fahren ja dann bis darunter wieder zurück und fahren quer. Also kannst du, ja. Da eine. Die gehen dann im Prinzip schon wieder links ab. Genau. Ja. Und beim Ausfahren kannst du nochmal eine setzen, bitte. Und hier unten vor der Kreuzung nochmal. Der Kreuzung. Straße. Elektrisch. Maschinen reinsetzen. Ja gut, können wir auch mal. Bitten. Relativ up to date. Was up to date? Die Straßen sind ja up to date auf 50 km/h. Das stimmt. Ein Glück. Dann wollen wir mal gucken. Wir werden mit Sicherheit einen Wegpunkt haben müssen. Und mit Sicherheit auch hier einen Wegpunkt haben müssen. Also fahren wir dann. Neue Linie. Ja, wo packen wir die jetzt noch rein? Ja. Hm, in den anderen. Kriegen wir ja doch, könnten wir machen. Wir haben ja die Eisentrams ja abgeschafft. Die Eisentrams sind weg. Was gehen jetzt? Der Tram? Ja, ich weiß nicht, ob er LKWs will, das kann natürlich auch sein, aber Tram macht eigentlich mehr Sinn auf die Strecke. Können wir gerne machen. So, dann ist das OG. Ringversorger. Rand. Ja, Sorge, weil noch weiter geht es nicht. Dann sind wir wirklich am äußeren Rand. Ja, und wie war das bei den Galliern? Die Erde ist eine Scheibe. Ja. Am Rande des Abgrunds. So, die Perlenschnur an PKWs da gerade links über die Schnellstraße ist auch sehr interessant. Sehr krass, ne? Und ja. Sehr gleichmäßig auch. Ja. Helles Grün, helles Blau. Helles Braun. Helles Braun und dann sollst du fahren hier hinten erstmal. Interessiert dich noch nicht. Dann fährst du da als Haltestelle. Ja, super. Super Fahrplan. Dann machen wir es erstmal. Achso. Ne, einmal nur. Einmal nur. Einmal reicht zur Talstraße. Dann fährst du da wieder lang. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Zum Rosenweg. Und fährst. Alter, schon wieder echt. Die muss man ja echt überzeugen da. Ja, da musst du in die Kurve nochmal einen reinbasteln. Und da. So, das heißt vom Offenburger Umschlag wollen wir hier lang. Und vom Rosenweg. Nee, vom Offenburger. Was? 16 ist der von einem. Das ist der letzte, genau. Ja. Das heißt, wir müssen 18 nochmal machen. Okay, da brauchen wir doch eine andere Farbe. Helles Grün. Auf also, jeden Fall ein deutliches Grün. So, wie fährt er denn? Wenn er jetzt, der fährt hier rein. Fährt hier ja, hoch. Einbahnstraße. Umgehungsstraße. Fährt hier runter. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann muss hier hinten hin. Einmal darum. Das wird er nicht machen können. Das heißt, da fährt er. Das wird er auch nicht machen können. Dann fährt er hier rum. Und dann. Fährt er den Weg wieder zurück. Zurück. Kommt da auch wieder. Brücke, hier ja. Rum rein.
sieht doch mal echt aus. Oh, finde ich auch. Das kann man gut machen. Ja, dann. Ach, wir haben hier vorne schon die. Ach, das ist ja gut, dass wir hier so eine. Komisches Tramdepot rumstehen haben. Komisches Tramdepot rumstehen haben. Ja, dann nehmen wir doch die Dieseligen, oder? Die Dieseligen? Oder wollen die Cargo mal nehmen? Was ja, die fährt nur 45, die andere fährt 60 und wir haben ja, viel Autobahn. Da würden wir uns die anderen Linien verhageln. Wir brauchen da hinten aber auch Kraftstoff, ne? Mhm. Ja, dann lass uns doch ein 3-3 nehmen. Ja, wollen wir nicht LKW nehmen? Mit alle Güter? Dann fährt er uns aber... Das können wir ihm ja dann noch sagen. Da der Bürgermeister sich nicht geäußert hat. Wir können aber auch von den Trams mit den Köfferchen von mir aus 10 Stück nehmen und 3 Tank-LKWs. Haben wir ja auf der anderen Linie auch. Was haben wir denn für mischige? 2-2-3-3. Ja, der Bürgermeister fragt gerade an, was für LKWs denn in der Auswahl sind. Und dann sollten wir kurz da noch reingucken. Neues Fahrzeug. Alle Güter haben wir gesagt. Güter wäre gut. Was haben wir an 9? Ja, die Peterbilt, die werde ich dann nicht drauf schicken. Scanias. Nicht alles. Naja, so machen aber keinen Sprit. Ja, warte doch. Ne, die haben keine All-Cargo. Dann MANs zum Beispiel. Die Hauptplatz-Edition, die könnten das auf jeden Fall, ja. Mit 36 auch nicht zu schlecht. Sonst haben wir oben... waren doch auch so Container dabei. Die haben wir doch schon mal bei den... Ich weiß es gerade nicht. Hier hat 690 Autokari oder 682 Autokari war gewesen noch 1960. Diese Telonatos. Ja, Auto Pignale. Der blaue. Nee, da kann ich also, aber ich weiß, welche du meinst. Das ist ein anderer, der sieht genauso aus. Ja, dann scroll mal ganz runter, die müssten ziemlich zum Schluss kommen. Da unten sind da, der ist da, alle Güter. Autotrainer-Ding. 108, ich... aber nur ein Abteil. Oder die mit 54, die Solos. Ich würde die Solos nehmen. Sind von der Leistung her wahrscheinlich auch besser aufgeteilt. Die oder die MA1? 54 ist schon gar nicht so schlecht. Der wiegt nicht so viel, hat gute Leistung. Gute Bürgermeister nimmt den, der Bürgermeister nimmt sie. Ist bestellt. Gut. Okay. Also ein Fehler in allen Teilen. Entschuldigung. Ich nehme jetzt erstmal 12. Was eine Zahl, ne? ETA. Müssen wir noch nennen. OGGGG Brandversorger. Frage mit Hänger kam jetzt ein bisschen spät vom Bürgermeister und würde ich auch nicht machen, weil du ja halt dann wirklich nur eins laden kannst. Geht sogar, okay. Und die Linie mal umbenennen. Bitte. Geht rrr, und dann müssen wir die Linie nochmal kontrollieren, weil dann ist natürlich alles ein bisschen anders. Müssen wir gucken, wer seit links und rechts Schwenkers macht. Da, an der Stelle müssen wir Rückweg nochmal einen Wegpunkt setzen. Hinweg noch einen Wegpunkt. Das heißt, wir fahren dann vom Birkenweg hier rüber nach oben. Marktplatz müssten wir dann eigentlich bis zum Birkenweg runter auch noch irgendwo... da, nicht. Eins weiter. Eins weiter, genau. Hier war das. Nach dem Birkenweg im Prinzip die Ecke rum.
Also nach der Talstraße. Nee, gar nicht. Nach dem Kirchplatz. Kirchplatz, ja. Dann haben wir da lang, darunter, darunter. Ja, und dann. Und dann haben wir es. Finden wir ihn maximal noch auf. Ging schon die ersten Sachen. Sehr cool. Und hier dürfte jetzt auch der Verkehr wieder ein bisschen mehr fließen. Guck mal, wie schön leer das hier drin ist. Damit kann man doch arbeiten. Bin ich auch. Da kommen die anderen noch mit durch. Die Versorgfer. Versorgfer Rückweg ist das. Aber genau. Das ist, glaube ich, weniger das Problem. Ja, das ist auch nicht so das Problem. Die stauen sich eher hier drin. Na gut, die stauen sich mit der Tram, ne? Mit der Personentram. Aber das lässt sich nicht ändern. Könnte man eigentlich nur ändern, indem wir so gerade über die Brücke rüberschieben. Und wäre so ein Thema. Ja, aber das ist. Es ist halt Innenstadt. Es ist verkehrsreich. Aber hier haben wir schon entlastet auf der Autobahnauffahrt. Das heißt, die kommen ja jetzt vorne auf der Autobahnauffahrt hoch. Da ist dann ein bisschen Rückstau. Jetzt gerade noch ein bisschen mehr los. Ja, klar, weil ja noch der ganze LKW-Zufahrt. Aber sollte deutlich flüssiger jetzt abgehen. Ja, ich denke auch. Okay. Dann wollten wir hier oben noch den. Ja, die Tramlinie wollten wir ja dann nochmal. Weg bauen. Ein bisschen erweitern. Ein Ticken runter. Und dann, wenn es klappt, hier unten ran. Ja, okay. Wir sind aber auf einem guten Wege. Noch ein Ticken mehr. Noch ein Ding mehr. Okay. Muss ich den schon ein bisschen mehr mit Gefälle anfangen? Das heißt, zwei runter. Und auch wieder runterdrücken und dann rum. Aufreißen, absenken, Tunnel lassen. Den Tunnel können wir da ruhig lassen. Der sieht ja, hübsch, stimmt. Der sieht hübsch aus. Ja, stimmt. So nach dem Motto, bevor uns da der Berg herunterkommt. Sein stark. Fährt schon ein Auto. Margot Sommer fährt ihr. Okay. Ihr Navigationssystem hat gesagt, bitte wenden. Das Schöne hier ist ja, dass wir eigentlich schon alles hier haben. Rum und rechts rum. Rechts rum? Rechts rum, ja. Na gut. Nehmen wir das nämlich da hinten mit, ja. Okay, Haltestellen. Was haben wir hier für Haltestellenhäuschen genommen? Quadratisch praktisch. Okay, also wir fahren dann hier raus. Das heißt, wir sollten das eigentlich hinkriegen soweit. Wartbichl Bauernhof 2 schließt. Ja. Ding. Zwei Stück. Dann halten wir hier noch. Einmal, zweimal und hier außen. Ne? Bin ich super. Hier sind jetzt drei Trams. Die haben wir eigentlich, die sind eh schon überkalkuliert eigentlich. Kann man natürlich nochmal vielleicht ein, zwei draufsetzen, damit wir das alles gut hinkriegen. Ja, von der Taktung her. Linie halten nach der Goethe, nach der Feldstraße. Oh. Ja, nach der Feldstraße müssen wir dann abbiegen. Ja, das haben wir so gemacht wegen den anderen. Feldstraße. Der Feldstraße. Biegen wir links ab auf den Lerchenweg.
Dann fahren wir weiter zur Kirchstraße, dann zur Lindenstraße. Ah, Frau Beimer, guten Tag. Zur Burgstraße, zurück zur Lindenstraße. Hallo, Frau Kling. Zur Kirchstraße, zum Lärchenweg und dann fahren wir weiter. Mal gucken, dass er nicht irgendwo verkehrt rumfährt. Das sieht alles gut aus. So, und schwupps haben wir die schon erweitert, ohne dass wir irgendwelche großartigen... So, Karl-Monster und Straßenbähnchen doppeln. Verdoppeln wir einfach, fertig sind wir damit. Und das war ja die gute Überlandtram, die Wiener Lokalbahn, die hat ja auch Leistung für den Berg. Ja, funktionieren die Kunden? Er hat noch nichts. Ne? Der hat 5 nur drin. Nein, tun die Container noch nicht. Müssen wir nochmal gucken. Kraftstoff drin, 5 Einheiten. Das war der erste. Genau, jetzt fahren die ganzen anderen lang. Und die haben wir da auch mit drauf. 62 dann. Okay. So, wir wollten jetzt mal gucken, ne? Ja, was macht denn unser Gäfchen? Abnehmer. 659. 60. Und am Beginn der Folge waren wir bei 567. Und steigend. Also was ja. Er produziert und versendet, ne? Wir sind bei jetzt 5300 Produktion. 4300 haut er durch. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal nach. Vielleicht hat sich jetzt ja was getan. Ja, eine große zwei Kaffeeträubchen. Ah, jetzt hat sich Airpowered. Er hat transportiert, das heißt, er weiß jetzt, die Lieferkette ist gut. Ich darf. Genau. Jetzt haben wir zu wenig LKWs. Ja, dann können wir, glaube ich, nochmal welche bestellen und ein paar Häuschen dran setzen. Das hatte ich dir schon in vor letzter Folge. Wie viele Fours waren das? Okay. 7 Vorfolgen. Immer Häuschen dran bauen. Könnte mal knapp werden. Jetzt haben wir noch eine Restkapazität und Überhang von 1200. Sollte ja wohl klappen. Ja. Wenn wir das endlich nicht mehr die Kaffeesäcke im Nassen draußen stehen. Und deswegen sagen wir auch immer, die sollen warten bis ganz voll, weil es bringt uns nichts, wenn die leer hin und her gucken. So, dann haben wir hier ja noch jede Menge liegen. Da wollten wir noch was machen. Ja, da wollten wir noch mal nachordern und auch noch da vielleicht gucken, ob man ein Häuschen kriegen. Auf 8, auf 16, auf 20 Fahrzeuge. Ja. Zumindest die Sachen, die wir hier haben, schon mal reinkriegen. Ein wenig Hausbau. Ich weiß nicht, ob wir da noch Häuser rankriegen. Da nicht, da auch nicht. Kleine vielleicht? 1. Okay, beim Flughafen kriegen wir zumindest kleine ran. Und sieht aber auch nett aus. Wäre cool gewesen, wenn die sich dann so zu einer Einheit gemacht hätten, ne? Müssen wir unseren Mutter unseres Vertrauens doch nochmal fragen. Nein, das kann er ja nicht machen. Das sind alles einzelne Gebäude. Aber ja, ich das weiß. Hätte, glaube ich, cool ausgesehen, wenn die sich so aneinander geschmiegt hätten. Ich glaube, das wäre cool. Wie bitte? Immer diese Auffahrt. So, die haben jetzt natürlich ein bisschen zu gurken, das heißt, die kommen jetzt hier aus Aschaffenburg. Aus. Ach ne, das sind die LKWs, die wir nachgeordert haben. Aber die Trams kommen hier. Dann haben wir hier richtig Verkehr. Ja, gut, aber die kommen dann hier lang. Da. Boah, links abbiegen, dann da durch, da rum, durch den Kreisel. Durch den Kreisel, ja, die müssen natürlich wieder mitten durch tauen, ne? Ja, mitten durchtauen. Da wäre noch nichts Alternatives gebaut.
Die Autobahn reicht ja bisher nur bis hierher. War auch cool, die Autobahn, wo wir die gebaut haben. Herrlich. Ring, ring. Okay, das haben wir fertig. Kaffeebohne sagt jetzt. Lieferanten. Genau das, was wir haben wollten. Genau das, was wir haben wollten, Mann. Ja. Verteilung, verteilt. Brot und Kraftstoff. Und hier haben wir jetzt, Alter, 578 Brötchen. Keine Tram. Kaum Trams, ja. Oder die Trams sind noch nicht da. Doch, die müssen doch schon da sein. Das ist die Entlastung. Das ist die erste Entlastungstram, die wir umgemodelt haben. Das war die Verschubsung, ja. Das ist die Werkzeug Plus. Doch, die sind unterwegs. Einsatz gerade erst. Wir könnten aber von der anderen Linie, glaube ich, jetzt noch ein paar rüberschubsen. Schaut. Weil die stehen sich gerade die Beine in den Bauch. Oh, stimmt. Das ist ein guter Call. Gute Idee. GTR. SK Entlaster. 4, 5. Du lädst schon, nö. Der lädt. Der lädt auch. Die eine in die. Dich verschubsen wir auch nochmal. Und du kannst gleich durchfahren. Das ist schon heftig. Also 639 Brötchen, das ist schon 160 in Ahornweg, 150 in Erlenweg und 130 in die Kirchstraße. Sollten wir vielleicht die Zuführung hinten rüber dann jetzt machen? Busspur. Ganz dringend bitte eine Busspur. Auf dreispurig. Ja. Die dreispurige Geschichte sehe ich auch sehr dringend. Da geht's nicht. Geht es hier nicht? Das war auch wegen dem Wegpunkt. Ah, okay. Den? Warte mal, können wir den nicht verschubsen? Den jetzt ersetzen? Ach so, ja. Gute Idee, Manu. Dann geht das auch. Dann abfahren. Quasi haben wir jetzt quasi die Busspur dazu gebaut. Auch nicht mehr viel Stau. Zwei Folgen. Was fährt denn da so dramtechnisch? Vier Stück. Ups. Doppelt. Ich würde eher größere nehmen. Okay, dann aber zwei dazu. Und alle durchtauschen auf 6. Haben wir auch noch nicht gemacht. T1 Variante 3 noch. Die reißt echt was weg. Das hätte ich nicht gedacht, ey.
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal machen müssen, dass wir hier auf Dreifachtrakt umgehen müssen. Ja, oder wir müssen noch größere Trams nehmen. Erstmal alle rauskippen und dann alle wieder einsteigen lassen. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch was Besseres an Tram mittlerweile haben. Die sind ja schon steinalt. Was? Ja, ich meine jetzt vom Modelltyp her. Ach so. 60 wäre Vorgabe. Höchstgeschwindigkeit. So, mal scroll. Ja, wären wieder gewünscht vom Bürgermeister. Natürlich auch mit 10-fach Ladegeschwindigkeit natürlich. Ja, Lampi ist auch gut von der Leistung her. Ja. Da unten die 10-fach Ladegeschwindigkeit ist schon, aber. Und den Altlacker. Ja, gut. Das ist ja schon ein Stadtzug oder was? Mhm. Krass. Ja, die haben wir ja schon in dem anderen Lack. Ja, in die Römerquelle haben wir. Ist die Frage Altlack-Doppelgarnitur oder ob wir die LM68 mal ausprobieren? Meint die hat natürlich jetzt, was hat die an Gewicht? 61? Die hat 20 Tonnen. Die hat 280 kW, man braucht die natürlich auch für die 61 Tonnen und die hat 180 kW. Also, Leistungsträger. Die LM würde der Bürgermeister mal sich anschauen wollen. Okay. Also tauschen wir alle aus. Tauschen auf LM mal. Tauschen halt. Gegen die. Achso, weil wir die anderen gerade erst ersetzt haben. Wahnsinn. 70 Leute in der Tram. Wie viel passen im Bus mit Stehplätzen? Auch nicht viel weniger. Also in den aktuellen Bussen, die wir haben, viel weniger. Ja, brauchen wir so einen modernen Citaro, ich weiß. C2, 31 Sitzplätze, 45 47 Stehplätze und ein behindertengerechte Abstellen mit Spannbrett. Aber die geht gut ab. Und Topspeed, Vollbremsung, quietsch. Notbremsung? Nee, Notbremsung? Doch, Notbremsung. Nein. Vollbremsung sagt man gar nicht mehr. Kachel. Das ist aber ein bisschen hart am Strom hier, die Jungs hier. Ja, seilig, die wollen die Leute weg. Ist der hier reingenagelt, Alter? Du, sowas sehe ich in einer deutschen Großstadt häufiger. Vorne steht eine Tram quer auf der Straße. Was ist hier los in der Stadt? Ach so, die wartet, dass sie weiterfahren. Ja, wir haben uns natürlich sehr viel Verkehr hier raufgedrückt, ne? Gut, aber gehen wir den wenigen Straßenverkehr an. Da könnten wir uns sogar eine Busspur gönnen. So, das könnten wir durchaus machen, ja. Das wäre natürlich nochmal eine Option. Wenn wir durch die ganze ein Busspürchen zu ziehen, dass die Trams schon mal ihr eigenes Ding haben, ihre eigene Abbiegung, damit auch Vorrang beim Abbiegen haben, unter Umständen links abbiegen und so. Nach unten können wir es ja mittlerweile auch machen. Die Kartoffel, Brötchenlinie. Nein, ich meine nicht da raus, sondern rüber auf die andere Bahnhofseite. Achso. Die zwei da unten und das. Die hört doch. Achso, du meinst die ja. Ah, ja, die. Ah. Thema, dass man da. Da brauchen wir keinen am Ende, aber sieht besser aus. Autos nämlich auch weg. Oh, hier sind die ganzen Trams. Ja, die sind natürlich einmal jetzt voll geladen und dann müssen sie sich natürlich jetzt erstmal verteilen. Mhm. Ja gut, aber wir haben sie mehr oder weniger aus dem Personenverkehr rausgenommen. Das ist schon mal wichtig. Das ist ja auch so.
Nahverkehr SK Tram City. Schöner Zielanzeiger. Oh, Klapptüren. Vermisse ich die. Die Falttüren hat man die, glaube ich, genannt, ne? Ja, Falttüren, ja. Aber. Dann gucken wir unten rechts, wie die beschleunigt. Wenn der andere nicht im Weg steht, musst du doch abbremsen. Guck mal an, die geht gut ab. Oh, Autosave, Alter. Also ich finde das schon gut. Ich weiß nicht, ob die T1 auch so gut. Könnte man natürlich noch mal Leistung und Gewicht gucken. Was hier noch steht an Leuten. Was sind jetzt 70 rein? Das ist hier ist gleich voll. Na, stecken, kannst du nur welche ausstiegen. Okay. Zack, beladen. Einfach mal eingesaugt. Ja, genau. Staubsauger. Die neue Ladung. War das? Es gibt ein Knöpfchen für die Tür auf und es gibt ein Knöpfchen für den Staubsauger. Und wenn es da kurz blinkt, dann können wir die Tür wieder zumachen und Staubsauger ausmachen. Dann sind nämlich alle drin. Ja, aber hier so ein Föhn, ne? Also vorne rein, hinten raus. Hier die oben auf dem Dach, die Ansaug, die Abzugsdinger und Türen auf und dann zieht es die Leute rein bis unter die Decke. Kriegst du sogar zweischichtig rein. Kraftstofftram, hallo. Dass wir eine von den vielen hier gerade sehen, ne? Die biegt gleich zu ihrer Zielhaltestelle. So, und da kommen wir jetzt, glaube ich, wie der Knüppel voll die Kiste, Alter. Rin. Wofür ist das grüne und blaue Licht vorne? Da ich jetzt nicht weiß, aus welchem Land die kommt, könnte es aber sein, dass da die Anzeige ist im Prinzip Fahrtrichtung, weil die gab es ja auch als Zweirichtungsfahrzeuge. Ach so, das ist natürlich noch eine Option, ja. Okay. Guck mal, hinten die Lümmelbank gibt es ja auch. Mhm. Hier im Bus. Also die gab es auch in zwei Richtungsvariante. Hey, wir fahren nur die Hauptstraße rauf und runter und das ist die meistbesuchte Tram. Mhm. Wollen wir mal gucken, was sie für eine Rate hat? Oder Industrie. Kann uns ja nur zugutekommen. Rate von 772 Fahrgästen. Das heißt, die 6 Trams reichen uns schon gar nicht mehr. Naja, es sind im Moment nur 4 da, ne? Nochmal so zur Erinnerung. Okay, so, hier der Kreisel läuft aber gut. Wie cool, ey. Die eine biegt direkt ab, die andere fährt hier rein und die andere fährt gerade rüber. Ein Traum. So war das geplant. Ja, ein Traum. Läuft alles sehr, sehr gut, echt. Stadtversorgung, guck dir mal bitte an. Werkzeug 90%. Das ist schon krass. Ja, Brötchen hapert es noch, aber da sind wir ja dran. Brötchen hapert es noch, da sind wir dran. Da müssen natürlich Baustein. Erstmal die ganzen Brötchen hier hinten weg, ne? Linie natürlich, die 500 und hier liegt noch Kaffee und ich glaube, wir haben fast zu wenig dran. Ja, ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen nachbessern. Die Entlastungslinie müssen wir auch noch mal die Fahrzeuge malen. Was haben wir da für eine Farbe? Tarnfleck braun hast du genommen. Braun? Das war zuerst. Auch nicht. Ja, doch, können wir das. Auch nicht dunkler. Alles von links. Dritte Reihe links, das da. Genau.
Auch nicht, aber können wir nehmen. Damit ich jetzt auch weiß, welche Trams dazugehören. Aber die haben natürlich schon mal ordentlich Brot jetzt rausgeholt. Ja gut, das sind ja die sechs haben einiges, haben wir da noch was im Rückstau. Gar nichts zurückkommen, ne? Ja, wir könnten von der anderen Linie natürlich nochmal zwei rübernehmen. Die da kommt. Mal gucken, wo fahren die denn jetzt nochmal? Die fahren durch den Tunnel zurück, ne? Ja. Wäre schön gewesen, wenn die Tunnel zurückfahren. Ach würden. Du liebe meine Güte. Ey, ich glaube, da sollten wir noch einen Wegpunkt in die Linie einplanen. Der oben in der Kurve, oder? Ja. Meint es noch nicht mal dramatisch. Also es ist jetzt kein Stau oder so dadurch entstanden. Nee, aber der Wegstrecke ist halt einfach länger. Linie verwalten nach der Jahnstraße. Oben an der Lila, da ist ein Wegpunkt. Mehr an so nämlich gerade. Ach, ne Zickzack. Mit die Innenstadt. Okay. Das Wahnsinn. Etwas beschleunigen und ich würde sagen, wir kopieren noch mal ein paar. Jetzt noch mal ein paar kopieren? Kleinere dann aber. Ja, von den kleinen. Ja, wegen der Beschleunigung. Die großen sind dann eher so die Abräumerchen. Werkzeug. Da fährt doch einer gerade raus. Ne, das ist Werkzeug plus. Alles Werkzeug plus. Also Werkzeug plus haben auch sehr viele am Laufen. Ja gut, aber da war auch genug. Da ist eine halt. Hinter der lilanen war eine. Ach, die braune, ja. Können wir uns doch nochmal Fahrzeuge verwalten. Die unteren waren das, glaube ich, oder? Willst du die größere nochmal haben oder was? Nee, die 500 irgendwas sind ja die kurzen. Die 145 ist ja eine von den alten langen. Das sind 5? Ja, 5. 5 klingt gut, die brauchen wir auch einen Moment, bis sie hier sind. Genau, dann haben wir nochmal erstmal welche nachgeordert. Gut. Ja. Aber schon wieder Überlänge produziert, das gibt's ja gar nicht. Ja, okay, Brötchen werden ordentlich produziert. Jetzt gucken wir nochmal schnell nach dem Kaffee. Ja, wie erwartet. Viel zu viel, aber die Produktion ist hochgegangen. Abnehmer natürlich geht der auch hoch. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir das transportiert kriegen. Jetzt haben wir da 50er LKWs drauf. Könnte klappen, aber ich glaube, der Weg ist zu lang. Aber jetzt 60er LKWs drauf, ne? Unsere Bretter. Okay, kümmern wir uns in der nächsten Folge nochmal drum. Hier geht das mit durch. Okay. Also, das läuft eins. Hier sind noch ordentlich ein paar Dosen, die wir vielleicht nochmal abholen müssen. Aber wir haben jetzt zwei Städte auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen nachversorgt. Hier sehen wir auch, es kommt sehr gut an, was wir hier gemacht haben. Allem ja. Das freut mich. Ja, die Straße müssen wir beim nächsten Mal, glaube ich, noch mal modifizieren. Und das glaube ich auch. Hier los. Stau. Eine Haltestelle? Nee, da ist doch keine. Doch, da ist eine Haltestelle. Nee. Doch, da ist eine Haltestelle. Das ist aber nur die Versorgverhaltestelle. Na gut, es kam jetzt ein Haufen. Der Personentram fährt da durch, ne? Wie ärgerlich. Okay, Versorgung, Offenburg. Kraftstoff fehlt noch, da sind wir dran. Burger müssen wir nochmal produzieren. Brot sieht gut aus, Stein sieht gut aus, Werkzeug sieht auch gut aus. Lärm ist okay, Verkehr arbeiten wir auch dran. Ich könnte wieder 80 Millionen Sachen machen, warte mal, Verkehr. Da, wo wir schon immer gesagt haben, wo halt zu viel ist. Gut, dass wir die anderen hintenrum schon rausgenommen haben. Dadurch haben wir auf jeden Fall den Verkehr schon mal entschlackt. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt aber am Ende der Folge angekommen. Wir hauen uns nochmal hier schön ein paar Trams ins Gesicht hier. Verknotung. Welcher Waggon gehört jetzt zu welchem? Genau. Okay, wir bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat.
Vergesst das Däumchen nicht, wenn es euch gefallen hat, und lasst auch gerne einen Kommentar da. Ich lese, wie gesagt, alles. Ob ich es beantworte, kann ich euch nicht versprechen, aber wir werden uns natürlich wiedersehen zu einer weiteren Folge. Ob diese Woche noch eine kommt, muss ich schauen. Der Manu ist diese Woche auf Tour. Wir müssen uns da ein bisschen zusammenfinden, und aber da werden wir was finden. Ich habe ja auch noch ein paar Projekte, die ich noch mal ein bisschen anstoßen möchte, und vielleicht mal gucken, vielleicht haue ich den einen oder anderen Livestream noch mal rüber von Twitch, wenn wir da was gemacht haben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Autosave und dem Manu. Tschüss!